Hallihallo und herzlich willkommen bei Create a Sim. Das ist Miranda Fuzzle, sie ist ein Vampir. Wow. Ja, es wird Fuzzle ausgesprochen. F-U-Z-Z-E-L. Ja, sie wird eine wundervolle Vampirin, die sehr aufreizend ist. Ja. Ist ein bisschen verrucht. Verrucht, nicht verrucht. ja, bei der Frisur war eigentlich ziemlich eindeutig, dass ich diese Showtime-Frisur nehme. Denn die gefällt mir am besten. Ja, aber habe ich so dann noch so gedacht, ein Vampir braucht doch so knallgrüne Augen oder grüne Augen zumindest. Und was hat sie auch bekommen? Ja, dann bei dem Outfit stellte sich die Frage, jetzt ein bisschen was Längeres oder doch lieber ihr Image behalten? Aber wenn ja, von welchen? Also dieses Inselparadies, diese Inselparadies-Gardine dort oben. Das klingt jetzt fies. Oder doch die engen Late-Night-Sachen. Ich habe dann so gedacht, nein, gar nichts von beiden. Denn es ist Showtime. It's Showtime. Ja, ich habe Showtime-Sachen genommen. Und zwar dieses Grüne wird jetzt in Schwarz umgefandelt. Ja, leider ist mir gerade ein riesengroßer Fauxpas, also ein Fehler, passiert beim Aufnehmen. Und zwar habe ich aufgenommen und auf einmal ging dieses Ding hier neben mir an. So. Ne? Habt ihr bestimmt gerade gehört, dass ich dagegen geklopft habe. Ja, das nennt man auch, wo ich sitze, Abstellraum. Und da steht so ein Schrank. Gefrierschrank oder irgend sowas. Das steht auf jeden Fall irgendwas. Und der ging auf einmal bei 8 Minuten an. Da hatte ich mich gerade so satt. Ja, also das... Ich hatte mir so eine Mühe gegeben. Aber okay. Ja, dieses Video soll übrigens schon mal... Ich habe ihn jetzt übrigens rausgezogen. Der wäre zwar erst draußen. Dieses Video soll übrigens schon mal zur Anregung dienen. Denn ja, der Sims Contest, schon mal das Contest nennen, läuft schon seit 3 Tagen. Und ihr könnt natürlich immer noch dran teilnehmen. Und am liebsten wäre es, wenn ihr mir es in die Kommentare schreiben würdet. Denn da... Ja, was, wie soll ich das sagen? Denn da erstelle ich die dann auch so wie jetzt die Miranda. Die Miranda Puzzle. Die Miranda Puzzle. Jo. Die erstelle ich dann nämlich auch so. Und da habe ich so gedacht, kleiner Vorgeschmack wäre doch mal cool. Wenn die dann wüssten, wie es dann so ungefähr... Ja, in dem Video, das ihr unten in der Videobeschreibung übrigens auch findet, da ist das Video auch verlinkt von dem Wettbewerb, genau, Wettbewerb, mir fehlt gerade das Wort. Ja, auf den komme ich aber dann nochmal ein bisschen später zu sprechen. Aber beim Outfit wusste ich auf jeden Fall, kurz, eng, Late Night. Das war wieder in Schwarz, denn Schwarz ist wie, soll es auch anders sein, ihre Lieblingsfarbe. Ihre Schuhe, habe ich dann so gedacht, kriegt sie jetzt auch noch den richtigen Schlampenstempel aufgedrückt. Nee, kriegt sie nicht. Ja. Schwarze Schuhe für die Miranda Fuzzle. Jetzt kommt ihre... Schlafanzug. Jetzt kommt ihre Schlafbekleidung. Ich wollte jetzt was anderes sagen. Ich wollte sagen, ihre Abendbekleidung. Aber die kam ja schon. Ja, dann habe ich so gedacht, so was Rotes mit so Schwarz vorne. Oder dann doch lieber sowas in der Art. Habe ich so gedacht. Ja, das könnte schon passen. Aber eher in Schwarz. Und da habe ich halt so geguckt, habe so gedacht, ja, das sieht gar nicht so schlecht aus, aber... Und habe ich dann so, das ist halt ein bisschen scheiße. Ja, also jetzt nicht wundern, wenn ihr draußen manchmal ein paar Stimmen hört. Ich bin so ein Abstellding draußen, also ich sitze nicht drin, ich sitze draußen in so einem Abstellding, wo manchmal Leute vorbeilaufen und die unterhalten sich halt. Also jetzt nicht wundern, die sind alle ein bisschen gestört. Ja, wie ihr seht, schwarz
Schwarz, schwarz. Ja, aber ich würde sagen, kommen wir switchen zur Sportbekleidung, denn da habe ich mir auch gedacht, schwarz oder soll sie doch über dieses iPhone-Ding, Bumm, Sport-BH und so. Ja. Da habe ich jetzt so dieses Outfit gegeben. Und ja, natürlich in schwarz, was doch mit dir. Da habe ich halt echt ein bisschen rumprobiert, aber das Einzige, was weiß blieb, war ihr Ärmel. Und das blieb auch echt so, jetzt nicht denken. Ja, der Ärmel blieb halt einfach weiß, ne? Für mehr hat es nicht gelangt. Ja, und ich könnte euch, während ihr jetzt im Hintergrund nochmal die Erstellung seht, und jetzt nicht gleich übrigens nicht gleich erschrecken, wenn ihr jetzt, wenn wir gleich wieder zu den Frisuren switchen, ich habe der Abendkleidung, der Sportbekleidung und der Schlafbekleidung noch eine passende Frisur gegeben. Deshalb jetzt nicht wundern. Ja. Ich würde euch übrigens gerne nochmal allen ans Herz legen. Wer noch nicht mitgemacht hat, macht mit. Ihr dürft auch, es ist echt alles in dem Video gesagt und ich würde es so freuen, wenn ihr da mitmachen würdet. Weil desto mehr mitmachen, desto mehr kommen in die WG. Und ja, also ich hoffe, es machen nicht zu viele mit. Also ich werde auch übrigens gucken, dass keine externen Downloads dabei sind. Ja. Was auch übrigens sein, was sein kommt. Was kommt am Montag ist New Super Mario Brothers Special. Also jetzt, ja. Ihr seht halt die Frisuren gerade und ich rede über Mario. Egal. Ja, aber hier halt auch bei diesen Frisuren habe ich mir so gedacht, elegant oder lang. Hast du gedacht, gar nichts von beiden. Ich probiere was ganz anderes aus und habe dann eine Store-Frisur genommen. Und die hat gleich seht, die heißt einfach herrlich, diese Frisur. Und die ist echt einfach herrlich. Oder? Nein, oh mein Gott, ich erzähle voll falsch. Das ist, glaube ich, strahlendes Sternchen oder so. Oh mein Gott, tut mir leid, ich erzähle voll falsch. Ja, aber sie bekommt auf jeden Fall diese eine Store-Frisur. Ja. ich lache wieder so behindert. Da habe ich so gedacht, ja, doch, die passt schon, diese Store-Frisur. Jetzt fehlt bloß noch ihre passende Abendfrisur. Nachtfrisur. Also wenn sie dann schlafen geht. Und das war natürlich eine Traum-Suit-Suite-Frisur. Aber da war halt echt ein bisschen knifflig, welche. Also entweder die mit diesem Schleifchen im Kopf, also mit dieser kleinen Schleife, oder die bisschen höher sind mit einer großen Schleife. Und da war dann auch die Frage, welche Farbe soll die Schleife haben? Auch schwarz? Und das sieht nämlich ein bisschen scheiße aus. Oder halt dann doch weiß. Und ich habe mich halt echt auf weiß geeinigt, mit mir selber, ja klar. Ja, wer übrigens Fragen hat, den Sim, wenn es funktioniert hat, müsste in der Download-Beschreibung, also müsste zum Download bereitstehen, ist unten in der Videobeschreibung. Ja, denn es ist alles nicht so einfach mit Internet und Keksen und Internet. Und genau jetzt ging nämlich mein scheiß Teil hier neben mir los. Genau jetzt, wo ich die Badbekleidung, die von Inselparadies ist, eingestellt habe. Natürlich schwarz, was dachtet ihr? Dieses Metall wird weiß, weil das weiß und schwarz ist ein bisschen ihr, das steht ihr. Und ich würde einfach mich mega freuen. Wird jetzt immer auch downloadet, also das freut mich echt auch immer. Die beste gedownloadete ist ja, soweit ich weiß, Miranda. Ich glaube Miranda Rock. Habe ich so gedacht, yeah, Miranda. Also ich fand Miranda echt Hammer. Und habe ich so gedacht, ich nenne sie auch Miranda Fasel. Ja, aber jetzt war es halt ein bisschen schwieriger bei ihrer Outdoor-Kleidung. Wusste ich nicht, ob sie diese helle Jacke bekommt oder doch in Grau oder diese Anorak in Schwarz oder in Braun oder in Schwarz oder in Braun oder so. Also es war echt ein bisschen kompliziert. Ich glaube, ich habe ihr dann genau den Anorak, also diese Jacke, diese dicke Jacke, in Schwarz gegeben. Das hat ja ein bisschen mehr zugesagt, würde ich zumindest jetzt sagen. Ja, wer sich vielleicht noch nicht gemerkt hat, sie ist hoffnungslos romantisch. Ich hoffe, das habt ihr schon gesehen.
an dem der Kleidung, das ein bisschen schlampig aussah. Und ja, also da könntet ihr auch, wer will, da gibt es halt mal ein Special-Video oder so. Können wir alles machen, Leute. Vor allem, ich verspreche euch, die Abonnenten WG, also ich hoffe, es werden nicht zu viele, also wenn das jetzt 20, 30 Stück werden, die alle in eine WG zu packen, ist ein bisschen kompliziert. Dann würde ich dann vielleicht 3, 4 WGs machen. Jo. Handschuhe brauchst du natürlich, auch noch eine passende Hose und ein paar passende Schuhe. Ja, meine Simin, also meine Miranda, ist natürlich... was wollte ich jetzt sagen? Nein, sie hat 23 Minuten gedauert zu erstellen. Das läuft jetzt ein bisschen im Zeitraffer ab. Also in nicht doppelter, in viertelter Geschwindigkeit. Doppelter wäre 100. Und ein Viertel von 100 sind. Es läuft ein bisschen schneller, sagen wir es einfach mal so. Ja, Ferienzeit ist übrigens angesagt, deshalb kommen auch nicht so oft Videos. Bisschen traurig, aber ich werde auch mit der Natalie was aufnehmen, also wenn du das jetzt siehst, ne? Ja. Ich gucke ja gerade mein eigenes Video an, wer es noch nicht gesehen hat. Ich sehe das gerade ohne meine Stimme. Und dann laber ich halt drüber, wer das wissen will, wie ich das mache. Also. Und die Nightmare im Real Life Videos sind auch derzeit privat, weil ich von YouTube angeschrieben wurde, dass ich lieber auf privat stellen sollte und also meine Nightmare im Real Life Videos jetzt nicht so machen sollte. Ich dürfte mit Facecam aufnehmen, aber im Endeffekt wäre es meine Entscheidung, sie würden das halt echt nicht so empfehlen. Und dann habe ich halt so gedacht, okay, dann stelle ich sie auf privat. Deshalb nicht wundern, warum die weg sind. Ja. Und auch bei der Mütze, beziehungsweise bei ihrem Band, Stirnband, habe ich auch erst gedacht, schwarz, aber habe ich so gedacht, ne, schwarz sieht richtig scheiße aus. Und habe ihr dann dieses, ja, weiß gegeben. Und ja, langsam lernen wir uns auch den Merkmalen. Also ihr könnt schon mal gespannt sein. Ja, natürlich wird jetzt auch öfter Create a Sim geben und zwar... Ja, übrigens, aber jetzt auch bald mal wieder ein Nightrolon... Nee, fragt Nightrolon, Nightrolon antwortet oder so, also... geben, da könnt ihr gerne wieder mitmachen. Das hat mich letztens sehr gefreut, dass ich eure Kommentare beantworten durfte, beziehungsweise kommentieren durfte. Oh, komm, Show! Ja, aber jetzt zu ihren Merkmalen. Sie ist eine böse Simmin. Oh mein Gott. Sie ist eine Hitzköpfin, also sie ist ein Hitzkopf. Sie ist aber auch hoffnungslos romantisch. Sie ist kleptomanisch, also wenn wir was brauchen, sie holt uns einiges. Und sie... Entschuldigung. Und sie ist eine Schnorrerin. Ja, deshalb werden wir vielleicht ein Special geben oder wenn wir die Let's Playen werden, werden wir nochmal auf die Uni gehen, weil sie profitiert in der Wirtschaft sehr davon. Und ja, ihr Lebenswunsch ist eine Herzensbrecherin zu werden. Das heißt, mit 10 Sims liiert zu sein, also ich denke mal jetzt nicht verheiratet, sondern nur Freund und so. Ja, ihr Lieblingsessen ist Hummer Thermidor. Das seht ihr zwar noch nicht, aber und ihre Lieblingsmusik ist Strandparty und ihre Lieblingsfarbe, wie gesagt, schwarz. Langsam geht es dem Ende zu. Ich hoffe, euch hat dieser Sim gefallen. Könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich würde es freuen, wenn ihr den downloaden würdet. Ja. Ich freue mich einfach auch wieder auf die Let's Play Part und ich freue mich vor allem, wenn ihr mitgemacht habt bei den Kommentaren und so. Ja, alles findet ihr in der Videobeschreibung und ich sag jetzt... Ciao.